Hallihallo meine YouTuber, hier sind wir mit einem neuen Duell. Diesmal sind dran der Elfdark Spyro und der Designer Abyssambel. Bene! Juhu! Und wie ihr wisst, der David 4578 hat im letzten Duell zu laut gesagt, dass er so einen Anfänger besiegt. Ja. Da hat er gemerkt, dass er nämlich zwei Jahre nicht spielen gesehen hat. Mal schauen. Okay, komm. Okay, ja, warte, dass man es auch sieht. Okay, du darfst entscheiden. Willst du anfangen oder nicht? Das ist eine sehr gute Frage. Nein, ich lasse dich. Du lässt mich anfangen? Alles klar, damit du angreifen kannst. Nee, ich guck immer, ich reagiere. Okay. Guck, du machst die Aktion, ich mach die Reaktion. Alles klar. Dann fange ich mal an. Ich spiele meine Zauberkarte in Zahlungnahme. Was ist das? Ich werfe ein Monster der Stufe 8 auf den Friedhof. Nein, ich würde nicht. Und darf dafür zwei Karten ziehen. Das ist aber gefunden. Mhm. Als nächstes spiele ich zwei Karten verdeckt. Und spielst irgendwas mit. Der ist bestimmt auf der Gebiet. Und spiele ein Monster in verdeckter Verteidigungsposition und beende meinen Zug. Hui, ich darf sechs Karten ziehen. 1, 2, 3, 4, 5, umdrehen, gucken. So. So, was mache ich denn jetzt hier? Lass mich mal anschauen. Ah, alles klar. Ich aktiviere erstmal ein mystischer Telefon. Mystischer Raumtelefon, okay. Auf welche Karte? Die da. Die hier? Mhm. Nee. Halbkonter. Verdammt. Das war die schlechte, oder? Mystischer Raumtelefon auf dem Friedhof. Genau. Ist ja egal. Lege ich zwei Karten vom Deck, spiele eine Tankposition, wende. Okay, dann bin ich jetzt dran. Ja. Mhm. Warum? Mache ich das oder mache ich das nicht? Ach komm, ich mach's. Warum? Explodierdrache. Ja. Ich greife dein Monster an. Mit 1000 Angriffspunkten. 5 hat es eigentlich. 1,7. Ne, aber Verteidigung, wie viel hat das? Verteidigung 1,2. Ich verliere trotzdem keine Lebenspunkte, weil wenn ich mit ihm angreife, bekomme ich keinen Kampfschaden. Dann explodieren. Nee, der bleibt ja auf dem Feld. Ich bekomme nur keinen Schaden, das ist alles. Dann spiele ich noch ein Monster verdeckt. Wenn? Und beende meinen Zug. Ja, das ist gut. Oh, schade, was habe ich? Oh, Gott, einfach. Verdammt, hier gibt sich die Pinne zu. Freches Ding. Ich habe die Pendelmonster und hier gibt es keine Pendelmonster. Dann legt die einfach außen an die Seiten. Mhm, mach ich. Willst du mit oder ohne Vollziehen spielen? Das überlasse ich dir diesmal. Ich spiele es sowas von egal. Mir auch, deswegen. Dann lass David, sag einfach. Dann lass mal ohne Vollziehen spielen. Wenn ihr ohne Vollziehen wollt, dann ohne Vollziehen eure Sache. Spielen. Eure Sache. Okay, dann bin ich jetzt dran. Obwohl, das könnte ich eigentlich machen. Weißt du was, ich mach das. Maskierter Drache. Durch Flipbeschwörung. 1400. Mhm, was bin ich denn mal? Wenn er im Kampf zerstört wird, kann ich einen Drachen mit 1500 oder weniger Angriffspunkten aus meinem Deck aufs Feld holen. Also irgendwas beschwören. Genau, aber dazu wird es nicht kommen. Überlagungsnetzwerk. Auf 3. Ich muss nur ganz kurz das durchgehen, ja. Nummer 17, Leviathan-Drache. Oh nee, mit Kostop, der nervt mich immer voll. Weil die jetzt mehr Angriffspunkte hat, ne? Noch nicht, ich habe ja noch kein Exis-Material abgelegt. Ach so. Als nächstes lege ich ein Monster verdeckt.
aktiviere den Effekt vom Leviathan-Drachen, kannst wie gesagt. Kannst du es einmal pro Spielzug machen? Nee, ne? Ich kann auch beide gleichzeitig abhängen. Ja, aber dann kann ich ihn nicht, dann kann ich nicht direkt angreifen. Achso, was ist der Hinweis? So, das heißt, er hat jetzt 2500 durch das abgehängte Material. Greifst du mich jetzt an? Und ja, ich greife dich an. Sehr schön, jetzt wird der zerstört. Der Effekt aktiviert sich. Ich darf eine Karte Hexer mit 1500 Attika oder weniger. Mhm, also so ähnlich wie mein maskierter Drache, nur halt für Hexer. Mhm, ah, alles klar. Alles klar, schon verstanden. Genau. Das kannst du durchsuchen, ne? Ja. Hast ja genug Karten zum Durchsuchen, ne? Wie viele Karten hast du an dir? Im Deck. Viele? Hä? Wie viele Karten du im Deck hast? Die Maximalanzahl? 60? Maximal. Maximal. 60? Ich nicht. Okay. Du, Patrick? Ich habe, glaube ich, jetzt 43. Der einzige, der auf Minimalstand zerspielt, ist Angelo. Ja, der spielt genau auf 40. Ja. Ja. Ja, wo ist die denn? Ist ich weiß nicht, wo ist die denn? Es gibt da ja, der Schwarzwiebeldeck. Bei Angelo Patrick. Nee, er will jetzt auf Lichtfläche spielen. Angriffsposition. Okay. Sperlingsbeschwörer. Ja, roter Sperlingsbeschwörer, okay. Du musst es ein bisschen deutlicher immer sagen. Das ist ganz wichtig. So. Handkarten auf. Tasse beendet? Du bist immer noch dran. Ah, nee, ich habe ja angegriffen. Stimmt, ja. Deswegen habe ich gefragt. Ah, Mist, ich hätte da was gemacht gegen... Warte mal, ich kann dagegen... du hast ihn ja jetzt beschworen durch eine Spezialbeschwörung, richtig? Aber das war jetzt eine Spezialbeschwörung. Ja. Dann mache ich bodenlose Fallgrube darauf. Mach nee, das! Wird aus dem Spiel entfernt. Oh, aber da kommt meine Pinsel zu. Dann spiele ich in meiner zweiten Mainphase noch eine Karte verdeckt. Und beende meinen Zug. Darf ich ziehen, ne? Mhm. In der Pendelzone die auch verdeckt hinlegen. Ah, okay. Ja, er spielt ich mit Pendelmonstern. Ich kann sie ja nicht so hinlegen. Ja. Deswegen muss ich die ja so. Hast du jetzt gesehen? Aber du weißt ganz genau, dass ich. Ich weiß es nicht. Vermute mal, war so und so. Das So, das wird mir erstmal nichts bringen. Ich spiele noch ein Monster verdeckt. Und greift die mit den Leviathan-Drachen direkt an. Aber du kommst doch hier erstmal vorbei. Ach so, das heißt, ich muss das erst angreifen? Mhm. Okay, gut, dann greife ich ein Monster an. Das Effekt aktiviert sich ein Monster, also egal welche Karte von den beiden Panelzonen, wenn da eine drin liegt, kann sie einmal nicht zerstören. Wenn sie einmal, also wird sie nicht zerstören. Ah, okay, das bedeutet, ich muss sie öfter angreifen. Genau, zweimal. Alles klar. Dann beende ich meinen Zug. Sehr gut, das freut mich. Ziehe ich einfach Karte. Nervig ist. Na gut, es müssen Opfer gebracht werden. Monster-Reinkarnation, okay? Ein Monster ab und holt ein anderes zurück, okay? Auf die Hand. So. Was machst du jetzt? Den ist da. Stopp! Wie viel hat der? Einfach.
bodenlose Fallgrube aus dem Spiel. Was wird zuerst aktiviert? Ich aktiviere es direkt auf die Beschwörung. Du kommst gar nicht dazu, den Effekt zu aktivieren. Aber es geht als Beschwörung. Ja. Beschwörungseffekt. Ja. Stimmt. Dann wende ich. Okay. Kann ja nichts mehr machen. Dann bin ich dran. Hier gibt's auch einer. Okay, ich ziehe gerade wirklich gar nichts Vernünftiges. Da muss man so. Es war es auch bei mir. Okay, was machen wir denn da? Bin ich jetzt mal so fies und mache das? Das ist jetzt die Frage aller Fragen. Mache ich das jetzt oder nicht? Ach komm, ich mache es. Ah. Flip Nummer 1, explodiert Rache. Mhm. Nicht mehr. Kommt da was drauf? Also aktivierst du irgendwas? Ja, 1000 Angriffspunkte. Mhm. Ich frage jetzt extra, weil. Nein. Gut. Dann drehe ich meinen weißen Stein der Legende um. Oh, nicht das schon. Kommt darauf was? Nein. Okay. Dann kommt mein rotäugiger Lind, wo rausfällt. Auch nichts? Nein. Okay. So. Mal überlegen. Wie viel hat der rotäugige Lind von? 1800. Dein Beträger? 1000. Sehr gut. Das freut mich sehr, denn ich bin jetzt sowas von glücklich. Okay. Das ist ein bisschen komisch. Ehrlich gesagt. Jetzt ist die Frage, nutze ich jetzt meine Angriffskraft, um dir Schaden zu machen, oder mache ich was anderes? Oder beseitige ich erstmal nur dein Monster? Weißt du was? Ich mach's. Synchro auf 8. Sehr schön, das freut mich immer noch mehr. Hm. Wie weit ist denn die Leviathan-Drache? Leviathan-Drache? 2500. Ich glaube, der wird dann die geringste Frage sein. Sternstaubdrache. Wie viel hat der nochmal? 12? Auch 2,5. Auch 2,5, ja. Und jetzt greife ich die erste mit Leviathan-Drache dein Monster an. Es überlebt ja noch. Warte, warte. Okay. Warte, warte. Geburt eines Helden. Okay, du darfst nicht mischen, ganz wichtig. Ja, leider. Okay. 2,5, 2,5. Dann nehme ich die von dir aus linke. Die hier? Nein, von dir aus linke. Danke, das war meine Beste. Okay, 2,5. Kannst du ihn gerne angreifen, würde dir nichts nutzen. Ach ja, wirklich? Ich weiß, was du Effekt? Ich hänge mal Exist-Material ab. Herr, warte, mit wem hast du mich gerade angegriffen? Mit Leviathan-Drache. Aber ja. Du hast den Angriff ja unterbunden. Ja, aber ich kann ihn trotzdem erhöhen. Ja. Klar. Auf 3000. Aber du reißt meine Lebenspunkte. Auf 3000? Ach halt, ist mir gerade eingefallen. Der Effekt von meinem Stein der Legende wird aktiviert. Ich darf mir noch einen weißen Drachen auf die Hand holen. Ach, du hast jetzt den Kampf unterbrochen, ne? Genau, ich hab den Angriff sozusagen jetzt dadurch zurückgezogen, aber kann nochmal mit ihm angreifen. Klar, aber er ist ja nicht zerstört. Und der Effekt gilt ja auch noch. Das heißt, du kannst mich sowieso nicht zerstören. Ich hab jetzt ja, aber deinen Drachen kann ich trotzdem zerstören und dir 500 Schadenspunkte geben. Ja. Ja. Und das macht Teil okay. Und deswegen greife ich auch mit dem Leviathan-Drachen ihn an. Der einzige Nachteil ist jetzt natürlich, dass ich dich nicht mehr mit dem Leviathan-Drachen direkt angreifen darf. Ja, genau. Und dein Sternstaubdrache kann fast den anderen. Was denn? Nein, denn deswegen brauche ich auch gar nicht anzugreifen. Außerdem habe ich gar keinen weißen Drachen mehr in meinem Deck, den ich mir auf die Hand holen kann durch den weißen Stein der Legende. Also, beende ich jetzt meinen Zug, ja? Sehr schön, das sagt ja. Karte du kannst übrigens Geburt eines Helden auf den Friedhof legen. Ach ja. Mein Helfer ist der. Ach ja, was war das aber für eine Karte, die du beschworen hast? Buntäugiger Drache, okay. Nur damit wir Bescheid wissen, ne? Na? Ich überlege jetzt hier. Oh Gott, die Musik passt ja genau dazu, ey. Oh Gott. Der Fetter. Verteidigungsposition. Boah, der rettet sich hier mit seinen. Ja, was soll ich machen? Ich zieh nix! Du. Oh, Headshot. Knapp geschossen. Du. Spiegel des Drachen! Das heißt.
Er kann Drachenmonster fusionieren. Ich kann Fusionsmonster von Typ Drache rufen, wenn ich die Materialien dafür aus dem Friedhof oder vom Feld aus dem Spiel entferne. 2, 3, 4. Mit anderen Worten, Drachen. Freu dich auf den FGD. Aus dem Spiel. Und jetzt habe ich wirklich jede Art von Beschwörung teilweise gemacht. Ich habe Exis-Beschwörung gemacht, Synchro-Beschwörung und Fusionsbeschwörung. Eine hast du noch nicht gemacht. Pendelbeschwörung, ich weiß. Und Ritual. Ja, Ritual habe ich auch noch nicht gemacht. Darauf spiele ich hier aber auch gar nicht. Okay, dann legen wir mal los. Leviathan-Drache auf ihn drauf. Jetzt Sternstaubrache auf ihn drauf. Kumpel, pass du mal auf, ich habe mit den beiden den hier angegriffen. Damit ist der jetzt weg. Nein. Du hast mir gut gedient. Und mit dem FGD greife ich dein Verdecktes an. Effekt aktiviert sich wieder. Das kann ja ein bisschen dauern. Ja, ich merke schon. Vor allen Dingen, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben werden. Ja, ich bin mal gespannt. Bin echt gespannt, wie das Ganze hier noch ausgehen wird. Du hast mir bisher 500 Schaden zugefügt, oder? Ja. Ja, 500, weil ich deinen Buntäugigen mit meinem Leviathan erledigt habe. Was hat die nochmal? Ein Hexer, ne? Ein Hexer mit 1500 oder weniger Angriffspunkten. In Angriffsposition, ne? In Angriffsposition, denke ich mal, ja. Wenn es da dran steht, dann ja. Ich will die gerade aus. Ja, die. Heilige Elfe. Mystische Elfe, okay. Da ich also jetzt so nichts mehr machen kann, muss ich leider meinen Zug beenden. Sehr schön, das freut mich. Ich beschwöre. Okay, Überlagerung. Auf 4. Das ist jetzt das Schlauste. Das hat 3000, das Ding. Das hat 3000, richtig. Das hat 3000, richtig. Ups. WTF. Alter. Nur zur Hinweis, warum alle so gerade außer sich sind. Dortmund hat das Spiel gerade von 3-0 auf 4-3 gedreht. Wollte ich nur sagen in der Nachspielzeit. In der Qualifikation zur Europa League. Als ob einfach. So ungefähr. So, hier. Damit heißt es, sie sind locker qualifiziert. Ja, nein, locker. Ja, dann Nummer 39. Wieso, die haben das Hinspiel 5-0 gewonnen? War das nicht gegen Wolfsberg? Ich meine, das ist das Hinspiel. Nein. Ich meine, die haben aber gegen Wolfsberg zuerst 2-1 und dann 5-0. Sicher? Ah ja, stimmt, ja, richtig. Wo habe ich jetzt meine Handkarten hingelegt? Von dem fast wäre das. Ja, wo habe ich meine Handkarten gerade hingelegt? Jetzt kommt das Vierte. Ich weiß es nicht. Oder hattest du noch Handkarten? Nee, du hast gar keine. Du hast gar keine Handkarten. So, ja. Doch, eine hatte ich. Utopia. Doch, eine habe ich. Hast du die wieder in der... Ja, habe ich. Ich habe eine Handkarte. Du hast jetzt extra weggetan. Auch nicht schlecht, ne? Also, Utopia. Ja, Du könntest meinen Sternstaubdrachen angreifen, aber dann wäre er auch kaputt. Ja. Aber Utopia würde nicht zerstört, oder? Weil es ja eine Nummer ist. Ja. Stimmt, aber er kann seinen Effekt aktivieren. Nein. Nee. Hallo, er wird durch Kampf zerstört. So, dann mache ich das natürlich nicht. Gut, okay, dann geht mein Sternstock noch auf den Friedhof. Gut. Hat aber auch gut gedient, ne? Ja. Mhm. Bin ich dran? Ja, klar. Gut, dann bin. Autsch. Okay. Sag mal, freust du dich auf ein Wiedersehen? Ich auch. Wiedergut. Richtig! Wieder frisch! Ja. So. Leviathan-Drache, Angriff auf Utopia. Ich hänge ein Exil-Material ab, das war das Dümmste, was du machen konntest, da wegen. Ja, Fünf Götterdrache, Angriff. Noch eins. Du greifst mich damit an, nützt nicht, weil es eine Nummer ist. Nee, ich beende meinen Zug. Okay. Oh, ich muss wieder in den Deck zu nehmen. Ziehe ich wieder eine. Das selbst.
Da ist kein Exil-Material mehr dran, ne? Da ist kein Exil-Material mehr dran. Dann mache ich das. Okay, dunkle Fabrik der Massenproduktion. Da ist ein. Nee, hier ist eins, mein zweites. Ich hatte doch zwei. Das sind zwei Maschinenmonster. Maschinenmonster? Nee, zwei normale Monster. Verdammt, ich hab nur noch eins. Scheiße, kann ich gar nicht aktivieren, ne? Mhm. Kannst nicht aktivieren, wenn du nur eins im Friedhof hast. Wusste ich gar nicht. Zwei normale Monster. Verdammt. Also ohne Effekt. Ja, dann mach ich nochmal deinen Sternstoff. Kaputt. Gut. Bin ich dran? Ja, kann ja nichts anderes machen. Oh. Okay. Ich leg die Karte verdeckt. Ja. Leviathan-Rache Angriff auf Utopia. 100, verlierst 500. Und 5 Götterdrache 5000 minus. Ich habe 3000. Du hast mir 1000 abgezogen und nochmal 5000 durch. Ach stimmt, sind, ja, da hast du noch 2000. 2000 so. Oh, jetzt wird spannend. Du bist dran. Ich ziehe Karte und das ist. Ja, jetzt muss aufgehen. Wenn es mir einfach nur aufgehen. Ja, aber was soll der denn machen? Lieber zerstört als aufgeben. Bin ich dran? Ja. Okay. Ja, ich meine nicht mit aufgeben, er kann einfach. Ja, damit guck dir doch meine Handkarten an. Okay, ja, Lindwurm okay. Kommt noch dazu und. Ich bin weg. 5 Meter Drache, direkter Angriff und du bist weg. Ja. Ja.